So, da sind wir schon mal zu zweit. Jetzt warten wir noch auf die Nummer drei. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ich begrüße heute ganz herzlich, da sind wir alle vollständig, den Daniel und den Benjamin von Feingold Research. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo. Ton funktioniert, prima. Ja, ich bin Hallo. ganz gespannt. Hi, Daniel. Wenn ich mal, bevor ich jetzt weitermache, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, wollte ich mal so ein bisschen eine Frage in den Raum schmeißen. Und zwar, was denkt ihr momentan oder was beschäftigt euch aktuell am meisten am Kapitalmarkt? Wo schaut ihr am meisten drauf? Ich glaube, bei dir, die Antwort kenne ich schon, Daniel, du hast es eben gerade schon gesagt. Aber vielleicht nochmal zwei Sätze von eurer Seite, dann mache ich schon mal die Folien live. Ja, ich habe mich heute in unserem Gruppenchat, den wir bei Feingold Research haben, und da sind noch ein paar befreundete Kapitalmarktteilnehmer drin, auch zum Teil von anderen Börsenmagazinen, habe ich mich ein bisschen beschwert. Heute Mittag war mein Post so, eher wenn der DAX keinen Bock hat, dann soll er Bescheid sagen, dann machen wir heute eben den Laden dicht. Es ist eine komische Situation. Im DAX gar nicht so viel Intraday-Vola, alles eingeschlafen. Und dann siehst du eine Tesla, die plus 10 macht an so einem Tag, und siehst eine Adler Group, die hoch umstritten ist, siehst du Einzelstories wie die TeamViewer oder auch momentan die Kryptowährungen, die ja ziemlich im Vormarsch sind. Und dann sieht man heute Nachmittag auch ganz interessant, dass eine Porsche und eine VW so im Rückenwind von Tesla mit nach oben gezogen werden. Also unter der Oberfläche geht es schon ganz gut rund, aber im Gesamtindex DAX und auch beim S&P 500 ist die Vola eingeschlafen, aber da kommen wir gleich dann zu im großen Bild. Das Ja. war, glaube ich, reicht das reicht, glaube ich, fast für zwei, aber du wolltest noch was sagen, Benjamin. Sorry, ich will dich nicht Ja, unterbrechen. ich wollte nur ergänzen. Also ich glaube auch Stockpicking ist im Moment angesagt und ja, so unterschiedlich, wie sich die Aktien entwickeln. Ja, Berichtssaison, das ist natürlich entscheidend, gehen wir ja heute auch darauf ein. Und natürlich, wenn man das große Bild sich anschaut, dann natürlich auch die Entwicklung, ja, der Zinsen. Das ist ja immer so, dass, sage ich mal, alle Jahre wieder steigen die Zinsen, werden wir wieder Inflation stark sehen und so weiter. Und das hat sich ja so ein bisschen bewahrheitet zuletzt. Aber ob die Zinsen dann wirklich so stark ansteigen, wie befürchtet, daran zweifle ich noch. Ja, danke euch für das Intro. Ja, mein Name ist Markus Landau und ich bin bei der DZ Bank hier Derivate-Experte und ja, übernehme die Moderation und ich freue mich sehr auf euren Input heute. Und wir können die Kamera ja nochmal anlassen kurz, bis ich so mit der Einleitung durch bin. Dann würde ich in den Präsentationsmodus gehen und dann haben unsere Teilnehmer das komplette Sichtfeld frei. Was steht bei uns heute auf der Agenda? Ich springe mal ein Stück weiter. Man sieht es hier ganz schön. Ich glaube, Daniel, du fängst an nochmal mit dem Marktausblick und da darf es natürlich auch nicht daran fehlen, dass wir den Rücktritt von Weidmann hier auch mit auf dem Bildschirm haben und einen der letzten, ja, Falken, der von Bord geht, der dafür da war, dass man eher so ein bisschen eine starrere Geldmarktpolitik fährt und nicht so wirklich alle Schleusen auf. Und da wurde ja auch die letzten Tage viel drüber berichtet in den Gazetten. Dazu aber sicherlich gleich noch ein bisschen mehr. Dann kommen wir zu dem zweiten Tagespunkt. Das ist eben unser Hauptthema, Top-Thema heute. Schwierige Berichtssaison voraus. Apple, Netflix und Warta im Check. Für den einen oder anderen, der bei uns regelmäßig dabei ist, der ein oder andere Wert ist immer mal wieder aufgetaucht. Beispielsweise jetzt eine Netflix, eine Apple, aber auch eine Warta waren schon da. Und das sind halt einfach drei spannende Stocks. Besonders in Amerika spielt halt hauptsächlich die Musik. Und wir haben gerade Berichtssaison und deswegen eben hier Apple, Netflix dabei. Warta aber auch ein interessanter Trading-Stock. Und es wird auch wieder Trading-Strategien geben, die beiden vorstellen werden. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Webinar werden mit vielen Infos für euch. Und Fragen natürlich dürfen auch in den Chat gestellt werden. Freuen wir uns drauf. Und ja, bevor ich letztendlich gleich übergebe an Daniel, ihr könnt jetzt schon mal die Kamera ausschalten, aber ich werde jetzt ganz kurz nochmal auf die rechtlichen Hinweise eingehen. Schalte auch mal meine Kamera kurz nochmal aus, damit man diese dann auch richtig erkennen kann. Genau, Daniel, du musst noch wegschalten, aber es wird wahrscheinlich gleich passieren.
Deswegen springe ich jetzt hier zu den rechtlichen Hinweisen. Ja, bei dem Webinar handelt es sich um eine Werbung und es richtet sich hauptsächlich an Interessenten, die einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland haben, an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten und Anlagezertifikaten. Und das ist ja, sind ja die Produktkategorien hauptsächlich eben Hebelprodukte, die wir hier in den Webinaren immer behandeln. Aber wir haben auch Anlagezertifikate dabei, die wir entweder dann immer nochmal erklären oder auch einsetzen oder die eingesetzt werden und dazu auch nachher noch mehr. Denn da haben wir auch was heute mit im Gepäck dabei. Ja, und die besprochenen Produkthinweise, die dienen lediglich den Demonstrationszwecken, ersetzen keinerlei Empfehlung und auch keine Beratung. Und wir haben natürlich bei Hebelprodukten, darauf muss ich immer wieder auch hinweisen, erhebliche Risiken, beispielsweise das Totalverlustrisiko, aber auch bei diesen Produkten, dass Inhaber Schuldverschreibung sind, kann es passieren, dass der Emittent seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt und in die Insolvenz abdriften könnte. Und deswegen soll das am Rande erwähnt sein. Und jetzt würde ich direkt auf den ersten Tagespunkt umschalten, an die Daniel übergeben mit seinem aktuellen Marktausblick. Und da bin ich ganz Ohr, was du für uns parat hast heute. Viel Spaß euch allen zusammen. Genau, dann hole ich mir mal den Bildschirm. Also Stimme passt und beim Bildschirm gebe ich dir kurz Feedback. Ist auch da, alles klar, ich bin dann mal raus. Ist auch da und ich fange mal an mit was ganz Speziellem. Nicht mit einer Vorstellungsrunde von mir, weil ich glaube, ihr kennt uns mittlerweile gut genug, sondern mit einem kleinen Arbeitsnachweis. Und damit sind wir schon mitten im Markt drin. Ich habe es eben zu Beginn gesagt, Markus fragte mich im Vorgespräch, was beschäftigt dich denn gerade am Markt? Und das ist im Grunde genommen A, das Stockpicking, aber B, auch die Tatsache, dass weltweit starke Marken auch in der Quartalssaison man wissen muss, wie man sie handelt und dass starke Marken die Börsen dominieren. Woran erkennt man das? Beispiel heute die Tesla knapp 10% im Plus. Und ich darf eins vorwegnehmen. Die haben wir in unserem Markenwertportfolio bei Feingold Research nicht drin. Ihr seht hier unser Markenwertportfolio, natürlich ohne die entsprechenden Werte, denn die sind unseren Abonnenten vorbehalten, seit Start 09/2020. Und wir haben einen breiten Mix aus europäischen, amerikanischen, chinesischen Marken. Und wir haben keine Marke bis jetzt rausgeschmissen, weil unser Ansatz ist, wir kaufen Qualität peu à peu auf und kaufen sie vor allen Dingen, wenn es Rückschläge gibt am Markt. Und ich zeige es deswegen auch, weil es eine Momentaufnahme ist, aber ich glaube, weil wir auch mit dem ganzen Team ein bisschen stolz sein können, wir haben keinen einzigen Titel, der im Minus liegt. Und man sieht an den Prozentzeichen, was wir seit 1. September 2020 mit dem Markenwertportfolio gerissen haben, weil er häufiger mal eine Mail kommt nach unseren Webinaren, hey Jungs, könnt ihr mal ein bisschen Arbeitsnachweis zeigen. Ein bisschen was möchte ich trotzdem erwähnen und ich pick mal einen Wert raus. Markus sprach mich auch im Vorhinein zum Webinar drauf an. PayPal. Ich sage nicht, wo er hier ist, aber er ist in diesen Werten enthalten. Und es ist ein Klassiker meiner Ansicht nach, dass man wie so ein gieriger Hund auf der Lauer liegen muss, wenn man eine starke Marke im Kopf hat und von der überzeugt ist auf Jahre. Und wenn es mal so einen wunderbaren Tag gibt wie letzten Freitag, dann schnappt man dazu. Das haben wir am Freitag auch gemacht. Wir hatten eine Depot-Portfolioaufnahme auf PayPal. Und so führen wir unsere Depots bei Feingold Research, dass wir sagen, wenn es eine Chance gibt, wenn man Qualität günstig kriegt, also Warren Buffett, Wert und Preis einer Sache, wenn wir glauben, der Preis ist gerade gut, der Preis ist heiß, könnte man auch sagen, dann schnappen wir zu und bauen unser Portfolio so auf. In den letzten Wochen gab es ja auch einige Chancen, die gibt es vielleicht jetzt sogar immer noch, das sage ich ganz klar, zum Beispiel bei chinesischen Aktien, die möchte gerade kein Mensch haben. Und wenn sie kein Mensch haben will, dann wollen wir sie in der Regel haben. Das war übrigens letztes Jahr an der Nasdaq auch mal zeitweise so. Ihr erinnert euch an die Woche, ehe Donald Trump abgewählt wurde. Da waren Nasdaq-Aktien mal nicht so angesagt. Wer dazu mehr wissen möchte, feingold-research.com auf der Startseite habe ich mal das Markenwertportfolio draufgepackt. Alles andere findet ihr als Info auch unter Feingold Academy. Jetzt aber mal zur großen
Wende, die wir am Markt sehen gerade. Und wir haben wirklich die größte Wende am Aktienmarkt seit im Grunde genommen ja, einem Jahr. Wovon spreche ich? Ich spreche vom Sentiment und von dem, was Marktteilnehmer abbilden. Ich benutze dafür jetzt mal den vierten Greed Index und zeige Ihnen mal etwas ausführlicher und länger, weil wir bei Feingold Research sehr stark uns danach richten und sehr stark nach Behavioral Finance agieren und technische Analyse über Franz-Georg Wenner, der ja auch hier häufiger im Webinar ist, kombinieren mit unserem Marktgefühl und das resultiert dann in unseren Depots, wie man ja sehen kann, und dem, was eben die Sentiment-Analyse gibt. Und wir sehen in diesem Fear and Greed Index, das ist ein Indikator aus den USA, wie ihr wisst, der aggregiert die Stimmung der Anleger. Und man schaue sich mal hier an, one month ago, waren wir im ängstlichen Bereich. Wir waren noch vor 2 Wochen ganz kurzfristig mal hier bei 24 Punkten Intraday. Das war Extreme Fear, also große Angst in Richtung Panik. Und damals habe ich gesagt, wir bauen Absicherungen ab. Da waren wir im DAX bei 14,9, 14,850, 15.000. Da haben wir deutlich Absicherungen in all unseren Portfolios abgebaut. Und wir haben gesagt, es kann sein, dass diese extreme Panik sich noch ein bisschen auswirkt. Aber wenn man aus reiner Chance-Risikosicht guckt, viele andere sind da short gegangen. Wir haben gesagt, nein, Absicherung muss man abbauen. Volatilität war hoch. Das heißt, klassische Put-Optionsscheine Gewinne kassieren oder Positionen glattstellen, aber bitte nicht mehr nachabsichern. Was ist passiert seitdem? Dazu gehe ich mal hier auf die längere Sicht. Guckt euch das mal an. Das war meine Analyse und meine These. Ich habe gesagt, wir haben die ängstlichste Situation seit diesem Punkt hier gehabt. Das ist 2 Wochen her. Was war dieser Punkt, wo der Fall gerade drauf ist? Das war die Abwahl von Donald Trump eine Woche vorher. Damals war der Aktienmarkt so ängstlich wie nie zuvor, nie zuvor in den letzten 2 Jahren, abgesehen von natürlich dem großen Ausverkauf rund um Corona im März 2020. Das bedeutete, Chance-Risiko-Verhältnis für Antizykliker war brillant im Aktienmarkt vor wenigen Wochen. So, was haben wir seitdem gehabt? Der DAX ist im Grunde wie an der Schnur gezogen von 14,8 auf 15,6 durchgelaufen. Also es gab kaum eine Chance für jemand reinzukommen, der diesen Einstieg verpasst hatte. Gleichzeitig hat das Marktmomentum in den USA sich aber außergewöhnlich stark verändert und wir schauen auch auf diesen Indikator. Und schaut mal hier. Das hier ist der Anlauf des S&P 500, den 125-Tage-Durchschnitt auf diese Linie. Wann? Ihr erinnert euch, Grafik unten. Woche vor der Abwahl Donald Trumps. Seitdem hatte der S&P 500 den 125-Tage-Durchschnitt nicht ein einziges Mal mehr angetestet. Ausnahme September, Oktober 2021. Vor 2 und 4 Wochen. So. Und damals gab es nur 2 Interpretationsmöglichkeiten. Wir rauschen da unten durch in eine Art kleinen Crash. Oder aber es ist der Bounceback. Genau das ist passiert. Und warum passte das gut zusammen? Da kommen wir hier oben drüber zu den Put-Call-Ratios. Es war nicht so, dass wir in diese Situation reingegangen wären mit Euphorie oder mit Depots, die nicht abgesichert waren, sondern Put-Call-Ratio war weit oben. Das heißt, die Marktteilnehmer hatten Puts. Das bedeutet, der Markt ging nach unten, aber man war versichert. So, und dann hast du eben das Problem, es ist schon eine große Ängstlichkeit da. Und dann hast du ja keinen mehr, der großartig noch nachverkaufen muss und nachabsichern. Es sei denn, wie gesagt, es kommt ein singuläres Ereignis wie Corona 2020, dann brechen eh alle Dämme, dann wird geschmissen, was das Zeug hält. Das war aber jetzt nicht der Fall. So, dann kam natürlich noch die Fed dazu, die sagt, ja, wir tapern, aber alles im ruhigen Maße und gesund. So, und dann kommt eine Wende im Fear and Greed, die wirklich Schmackes hat. Denn das Ganze hat sich nicht über Wochen und Monate gezogen, dass wir ein bisschen optimistischer wurden, sondern wir sind jetzt 4 Punkte von Extreme Greed entfernt. Das heißt, innerhalb von 3 Wochen werden wir von Extreme Fear auf Extreme Greed. Der Markt, pum, ändert sich völlig. Und das sieht man auch hier dran. Das kann ich euch auch neu ausbreiten, nämlich die Volatilität in den USA. Die haben wir bei 15,25 Punkten heute. Und ihr seht schon unschwer,
Das ist der tiefste Stand, den hatten wir nur einmal ganz kurz im Sommer, aber vor allen Dingen, das war hier dieses 14,1, das war mal Ende Juni, Quartalsende, da waren wir mal ganz kurz drunter. Aber jetzt sind wir wieder an diesem Punkt, 15. Und man sieht, die Vola in den letzten Monaten, vor allem im Jahr 2021, niemals signifikant über 25. Es gab drei, vier Intraday-Ausreißer, da waren wir mal Richtung 7, 28 nach oben unterwegs. Da haben wir immer gesagt, an dem Punkt musst du zuschnappen. Es sei denn, man erwartet eine fundamental andere Lage am Markt. Ansonsten heißt das, die Marktteilnehmer sind ängstlich, stellt bitte Absicherungen glatt, kauft euch in die Märkte behutsam ein. Nicht 100% Cashquote muss man immer ein bisschen beibehalten, aber zu lang, nicht short gehen, sondern an den Stellen long gehen. So haben wir unsere Depots auch geführt, sonst hätten wir auch nicht das Ergebnis wie beispielsweise im Markenwertportfolio. Das heißt, diese klassische Antizyklik. Jetzt könnte man entgegenwenden und sagen, naja, wenn du doch hier bei der Vola bist oder hier, warum sollte denn nicht auf 40 steigen oder auf 50 oder auf 80, wo wir ja auch waren hier, Corona. Wie gesagt, das würde nur dann passieren, wenn wir ein singuläres Ereignis hätten, das wirklich extreme Verwerfungen am Aktienmarkt hervorruft. Beispielsweise, wenn in China nicht nur der Immobilienmarkt ins Trudeln geraten wäre, sondern wenn da etliche Firmen jetzt umgekippt werden und vor allen Dingen, wenn Evergrande dann auch gar nicht aufgefangen würde und wirklich alles komplett im freien Fall wäre. Das wäre eine Sondersituation, was ganz speziell ist. Oder eine rapide Zinserhöhung der Fed aus dem Nichts, wo man sagt, okay, wir hauen da jetzt einen Flock rein, weil die Inflation steigt. Aber das ist nicht passiert und deswegen sieht man, wir sind auf dem Weg nach unten. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, ein Thesenpapier rausgegeben bei uns bei Feingold Research, das aber in eine Richtung ging, dass ich sagte, Achtung, liebe Leute, wir sind jetzt in der ersten Hälfte der Weihnachtsrallye schon vorüber. Und meine These war, wir waren 14.800, der erste Teil der Weihnachtsrallye könnte so bis 15.6 reichen. Dann ist vielleicht nochmal die zweite Hälfte drin bis 16.4 und dann soll es auch für dieses Jahr gut sein. Und es ist, als Börsianer weiß man das, Weihnachtsrallyes enden dann, wenn sie in der breiten Presse stehen. Wenn im Spiegel steht oder Spiegel Online, Börse, wann beginnt die Weihnachtsrallye, weißt du, alles klar, die Weihnachtsrallye ist durch. Und die Erfahrung sagt, sehr häufig geht der Markt gut aus einer ängstlichen Situation September, Oktober, das ist ja auch der Klassiker, so bis Anfang November. Dann Teil 1 der Weihnachtsrallye durch. Und dann wird der November manchmal etwas holpriger, weil dann fehlen auch die Impulse. Quartalssaison ist durch, jeder fragt sich, what comes next? Dann gibt es ein bisschen Störfeuer, manchmal auch von den Notenbanken oder ein bisschen ängstlicher Blick ins neue Jahr, weil es gibt ja immer Risiken. Und dann gibt es nochmal einen Schnaps hinten drauf in guten Börsenjahren, oftmals so in den Dezember rein, manchmal auch erst zwischen den Jahren. Hinweis, zwischen den Jahren ist dieses Jahr ein bisschen anders. Wir haben die Feiertage am Wochenende, das heißt, wir haben mehr Handelstage zwischen den Jahren. Das noch zu beachten. So, und all das führt eben dazu, dass man sagt, werdet jetzt nicht völlig euphorisch und völlig verrückt euphorisch, weil es ist schon so, das ist noch gut. Es werden, wie ihr hier sehen könnt, gute Nachrichten immer noch mit positiven Kursreaktionen belohnt. Das ist erstmal nicht schlecht. Das ist ein Markt, der noch nicht vollkommen überkauft ist, denn bei einem vollkommen überkauften Markt hast du gute Nachrichten, die sofort wegverkauft werden. Das ist nicht der Fall. Jung Heinrich heute, bestes Ding. Positive Unternehmensergebnisse seht ihr hier von 40, zack, auf 43. Eine grundsolide Aktie, die ich auch in meinem Portfolio habe, schon seit Jahren und die ich auch durchhalte und mit der ich sehr viel Freude habe. Und man sieht auch, wenn man die in Qualität hinein aufgestockt hat und in Krise hinein, die waren mal bei 10, als wir im Corona den Ausverkauf hatten. Bei 10 habe ich sie nicht erwischt. Aber ich hatte sie wenigstens hier so im Bereich 15 nachkaufen können. Und es ist eine Aktie, mit der man echt Spaß hat. Also 15 ist nicht mein Durchschnittskurs, sondern ich mache das dann wirklich. Ich kaufe immer in Etappen, ob bei PayPal, ob bei Jung Heinrich. Und ich trenne mich erst von Aktien, wenn sich fundamental etwas ändert. Wenn ich zum Schluss komme, diese Aktie ist vielleicht doch nicht das, was ich langfristig im Portfolio haben will. Dann verkaufe ich eine Aktie per se. Wer jetzt ein Beispiel will von einer Aktie, über die ich gerade nachdenke, die in meinem Portfolio ist, mit der ich auch nicht allzu weit vorne bin, sage ich ganz ehrlich, ich glaube ein paar Prozentchen, ist jetzt komplett off topic, aber das ist die Beyond Meat. Da frage ich mich im Moment, liege ich da richtig? Stimmt meine Einschätzung, dass man die haben muss in diesem Markt von alternativer Ernährung? Ja,
sind die vielleicht zu hoch bewertet dafür, dass die großen Nahrungsmittelkonzerne da auch reinstechen? Ja, das ist eine Aktie, bei der bin ich nicht sicher und überlege das gerade. Andere Aktien, die nicht positiv laufen, habe ich trotzdem aufgestockt, weil ich sage, ich habe Zeit, keinen Stress, die zahlen Dividende. Zur Not kommt irgendwann in den nächsten 10 Jahren und kauft sie jemand. Beispiel dafür gefällig Henkel. Chart sieht auf der kurzen Sicht katastrophal aus. Ich mag solche Aktien, aber kleiner Hinweis, auch ein Konsum- oder ein Nahrungsmittelproduzent ist in unserem Markenwertportfolio drin und wie ihr gesehen habt, im grünen Bereich. Also man kann auch mit denen Geld verdienen. Man muss halt wissen, wann man sie aufnimmt. Zwei sind sogar, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau, zwei haben wir mit drin. Ja. Kommen wir nochmal kurz auf den Gesamtmarkt zurück. Was machen wir sonst? Wie steuern wir unsere Portfolios aktuell? Ich habe es schon erwähnt, wir hatten sehr viel Absicherung abgebaut unterhalb der 15.000. Ich habe heute jetzt mal einen kleinen Akzent im Trading Depot wieder reingebaut. Das erste Mal, dass ich so einen kleinen Pufferschein genommen habe. Discount Calls rollen wir gerade etwas durch. Wir haben die Feingold Research Depot Versicherung, wo wir unseren Abonnenten immer in losen Abständen sagen, jetzt ist Absicherung günstig und dann geben wir konkrete Ideen und Hinweise, wie man sein Portfolio wetterfest machen kann für die Phasen, die auch mal wieder schlechter laufen. Wir haben jetzt gerade einen erlebt, als es unter die 15.000 ging, da war es ja im DAX mal ein bisschen rauer. So, da ist man ja an den Tagen froh, wenn man auch mal eine Absicherung hat. Man kauft die aber bitte, wie gesagt, nicht dann, wenn sie teuer ist, sondern dann, wenn Volatilität und damit Optionsscheine günstig sind. Wir haben ja schon mal über den Vola-Rechner vorgerechnet, dass das einen wesentlichen Unterschied macht, ob ich einen DAX-Put zum Beispiel bei Vola 15 oder bei Vola 25 kaufe. Ein himmelweiter Unterschied. So, im Moment ist die Vola sehr, sehr günstig und deswegen haben wir unsere Feingold Research Depot Versicherung in der letzten Woche upgedatet und jetzt sind Optionsscheine für uns auf der Put-Seite wieder eine Alternative. Wie gesagt, das ist eine Versicherung. Es gibt darüber hinaus noch taktische Beimischungen, wie beispielsweise Discount-Optionsscheine, die nutzen auch sehr viele Vermögensverwalter. Da kann man sich auch einen schönen Band bauen über Discount-Puts und Discount-Calls. Wir haben Discount-Puts und Discount-Calls, die wir im Frühjahr beispielsweise eingekauft haben, die beiderseits positiven Ertrag abgeworfen haben, was klar ist, denn der DAX liegt jetzt bei 15,6 und im Endeffekt seit 8 Monaten, seit 7 Monaten, sagen wir mal, geht es 14,8 bis 15,8, 16.000 hin und her. Das heißt, wenn du antizyklisch eher bei 16.000 mal Discount-Puts beimischst und eher bei 15.000 Discount-Calls, dann kann sich das auszahlen, wenn man da nicht allzu gierig unterwegs ist, sondern auch schöne Basis und Caps nimmt. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Wenn man im Moment einen DAX-Discount-Put kauft mit 17.500 der Basis und 17.000 der Cap, was heißt das? Der DAX darf am Laufzeitende nicht über 17.000 notieren. Dann gibt es die volle Auszahlung von 5 Euro. Und wenn man sich diese Scheine anguckt, hatten wir auch letzte Woche dabei, dann gibt es da Auszahlungen, die liegen im Moment so zwischen 30-40% bis Laufzeitende. Und das ist doch, finde ich, schon bei Juni 2022 Laufzeit. Und das finde ich für ein Absicherungsprodukt doch schon mal gar nicht schlecht der taktischen Art, wenn ich sage, hey, ich mache 40% und meine einzige Bedingung, der DAX sollte im Juni 2022 nicht über 17.000 stehen. Beispiel, man hat ein 50.000 Euro Depot, das dem DAX entspricht und gibt 2.000 Euro in so einen Discount-Put rein, nur mal als Beispiel. Nehmen wir mal den Worst Case, der DAX steht über 17,5, so, dann hätte der ja mehr als 10% vom aktuellen Niveau gut gemacht. Dann werden aus meinen 50.000 trotzdem 57.000, 58.000 und auf der anderen Seite hätte ich 2.000 Euro im Discount-Put eingebüßt. Okay, wäre ärgerlich, aber gleichzeitig habe ich ja ein riesengroßes Band, in dem zum Beispiel dieser Discount-Put positiven Ertrag abwirft. Wenn ich einen klassischen Put nehme als Absicherung, muss ich noch weniger einsetzen, um mein Depot in Balance zu halten. Und das Wichtigste ist eben wirklich, dass man Absicherung immer aus Chance-Risiko-Verhältnis sieht. Ich habe es letztens in einem persönlichen Coaching auch gesagt. Ich bin sehr froh, wenn meine Absicherung im Portfolio wertlos verfallen oder wenn ich sie durchrollen muss und darf. So wie Bert Flossbach von Storch bei Veranstaltungen immer sagt, er ist sehr froh, wenn das Gold, das er in seinen Portfolios fährt, wenn das gar nicht steigt im Wert, weil dann weiß man, okay, wenn Gold nicht also sehr steigt, dann ist die Lage in Ordnung und dann ist keine große Panik, denn Gold ist auch immer ein bisschen Versicherung. Seht ihr übrigens bei 1800 Dollar plus minus im Moment und das ist dann sehr gut. Jetzt gebe ich euch noch zwei Beispiele oder Ihnen,
Für Papiere, die man nehmen kann, oder ich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit beschränke ich mich auf eins, um mal die Daniel, PayPal zu zeigen. um deinen Ja. Wortredefluss ganz kurz zu unterbrechen, vielleicht kannst du am Abschluss, wenn du hier das zu Ende gebracht hast, nochmal so ein bisschen deine Meinung dazu sagen, das hatte ich eingangs erwähnt, der Rücktritt da von Weidmann Ja. und die Zinssituation und was das vielleicht für Implikationen dann auf den Aktienmarkt noch hat oder so, wenn du magst, ja, als Erinnerung. Genau. Das mache ich gleich noch. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel noch für interessante Investments. Ihr habt es mitbekommen letzte Woche. PayPal wurde Interesse nachgesagt an einer Übernahme. Das ist dann heute wieder dementiert worden. Nur mal, damit man eine Idee hat. Wer jetzt sagt, und da sind wir fast schon bei der Zinsseite, die Markus ansprach, ich habe ein bisschen Cash, aber ich möchte jetzt in eine Aktie wie PayPal vielleicht auch nicht 1:1 reingehen. Was kriegt man denn, wenn man sagt, man will Seitwärtsrenditen erzielen? Na, dann ist es schön doch, wenn eine Aktie mal nach unten durchtaucht, die aber gute Qualität hat grundsätzlich. Und die PayPal ist so eine Aktie, die notiert. Ich check gleich mal den Basiswert. So. 248 Dollar, glaube ich. Richtig, 250. genau. Genau. Und ich habe die 250 mal genommen. Und da sieht man, ihr bekommt im Moment bei einem Cap von 250 eine Maximalrendite von PA von 13% und einen ebenso hohen Discount. Die Maximalrendite absolut beträgt 15%. Und da sieht man, das ist ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Das bedeutet als Grundidee, die PayPal-Aktie muss nicht steigen bis zum Jahresende 2022. Es reicht, wenn sie da bleibt, wo sie ist. Und dann habe ich eine schöne Rendite, 15% absolut. Wie gesagt, ich kriege 13% Discount auf den Aktienkurs. So kann man manchmal auch mit Vola arbeiten. Warum? Weil Vola steigt, wenn Aktien unter Druck kommen, in der Regel zumindest. Und das wirkt sich positiv auf Discount-Zertifikate aus. Das nur als Beispiel. Anknüpfend daran, wir müssen mal unsere Discount-Zertifikate und Bonus bei uns im Börsendienst morgen durchrollen auf Tesla. Die schießt heute richtig gehend nach oben. Das liegt daran, dass Hertz oder Herz, die Native Speaker, Benjamin ist ja Amerikaner, der kann das, glaube ich, besser aussprechen. Auf jeden Fall schießt die Aktie nach oben durch, weil da eine Menge Teslas bestellt werden. 10% plus, All-Time-High, müssen wir nicht drüber reden. Und wir hatten heute im Börsendienst auch eine interessante Übersicht. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Die 10 größten Aktien an der Nasdaq, zu denen Tesla gehört, machen 53% des Nasdaq-Gewichts aus. Und nahezu alle 10 melden in den nächsten Tagen Quartalszahlen. Da sieht man auch, dass der Nasdaq mittlerweile etwas schief ist und eine etwas, ja, nicht ganz optimale Gewichtung hat. Man ist sehr stark von den starken Aktien abhängig. Wenn die laufen, dann läuft auch die Nasdaq. Wenn es da mal rauskommt, dann geht auch die Nasdaq mal in die Knie. Und jetzt in den letzten 2 Minuten beantworte ich die Frage von Markus. Warum sollte es denn da rauskommen oder könnte es rauskommen? Na, das wäre die Zinsfrage. Ich sehe aber nicht, dass wir eine große Wende am Zinsmarkt sehen, und zwar aufgrund mehrerer Faktoren. Erstens, es gibt ein großes Missverständnis. Inflation ist nicht befürchtet bei Notenbanken, sondern sie ist gewollt. Und sie ist auch auf dem Level gewollt, das wir haben. Da hat man jahrelang darauf hingearbeitet und Staaten können sich auf zwei Arten entschulden. Sie erhöhen entweder die Steuern und probieren damit, die Einnahmen zu erhöhen, oder man inflationiert die Schulden weg. Genau das passiert gerade und es spricht keiner aus, aber ganz offensichtlich läuft der Vorsatz in den USA und Europa, bestrafe diejenigen, die Cash halten. Und wer sich mal anguckt, wie viel Cash auf deutschen Konten rumliegt, und man weiß, Gebühren plus Inflation, da geht im Moment jedes Jahr 4 bis 5% über den Jordan und geht weg. Da kann man sich überlegen, wenn du 10 Jahre lang dein Geld auf dem Girokonto liegen lässt, dann ist die Hälfte weg. Adios. Und der Staat freut sich, weil Olaf Scholz oder dann Christian Lindner bald, so es denn so kommt, sich sehr günstig verschulden können. In den USA ist das nicht viel anders. Die Fed kann homöopathischen Dosen fahren, aber man wird diese Inflation sehr stark tolerieren. Es fällt jetzt ein Basiseffekt weg, weil letztes Jahr Rohstoffpreise ja auch sehr, sehr niedrig waren. Das heißt, das hat Inflation nochmal zusätzlich geschoben. Was, glaube ich, nicht wegfallen wird, ist der Lohndruck. Denn die Zahl der offenen Stellen in den USA ist auf Top-Level und viele wollen einfach nicht
zu den gegebenen Konditionen arbeiten. Das ist eine Verwerfung, die Corona mit sich gebracht hat. Ich habe gelesen, in UK fehlen jetzt Busfahrer, weil die fahren alle LKW. Und es gibt eine andere Auswertung, die sagt, LKW-Fahrer, die im Oktober eingestellt wurden und im September in UK, haben höhere Einstiegsgehälter im Moment als Rechtsanwälte. Das seht ihr schon. Corona hat eine Menge mit sich gebracht und ich finde das manchmal, muss ich gestehen, auch gar nicht so schlecht, wenn Berufsgruppen, die vielleicht über Jahre nicht so an den Futtertrögen der Löhne lagen, wenn die jetzt mal dran sind und mehr verdienen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn manche Krankenschwester mehr verdient und wenn da mal ein bisschen Zug in die Lohnentwicklung reinkäme, denn die halten den Laden ja am Laufen, sprichwörtlich. Und genau das sieht man im Moment wirtschaftlich und das ist eben dann Inflation, die wir über 10, 15 Jahre nicht hatten, nämlich von der Lohnseite. Das ist in Deutschland auch mit einem Sondereffekt und in Europa, Stichwort Wiedervereinigung, Aufnahme der osteuropäischen Länder, wisst ihr selber, wer bei Tönnies steht und aus Rumänien kommt und man dort zu günstigen Lohnen beschäftigen kann, dann gibt das Druck auf den Gesamtmarkt in dem Segment. Aber das fällt jetzt im Moment eben weg, auch weil wegen Corona viele in die Heimat sind. Long story short, Inflation bleibt. Der Rückzug von Jens Weidmann ist, ja, eine kleine Kapitulationserklärung. Ja, mein Akku ist niedrig, ich weiß. Danke, Wilfried. Sehr aufmerksam seid ihr. Kommt gleich an die Ladebuchse. Benji ist ja dann auch dran. Und da ändert sich jetzt was bei der EZB, aber es wird sich nichts am großen Bild ändern. Man geht, wie gesagt, sehr homöopathisch vor. Man weiß ja auch um die problematischen Länder Frankreich, Italien. Da ist eine große Zinswende nicht drin und deswegen geht das Thema Inflation weiter. Wir haben Alternativlosigkeit im Endeffekt. Es bleiben nur Aktien oder Immobilien oder Cash. Cash ist eine schlechte Idee. Also wird man in Aktien reingehen müssen, ungeachtet dessen, dass sie teuer sind. Das ist unbestritten, denke ich, mittlerweile. Aber das ist der saure Apfel eben. Jeder, der eine Immobilie sucht seit 10 Jahren, stellt jedes Jahr fest, dass sie teuer ist und immer teurer wird. Und irgendwie ist einem mittlerweile merkwürdig vorkommt, aber es ändert sich halt nichts. Und ich glaube, dass bei Aktien der Weg ein ähnlicher sein wird. Nicht mehr die Explosivität des Anstiegs seit letztes Jahr 2020 im März, da sind wir längst vorbei. Aber wir werden nicht richtig nach unten kommen, glaube ich. Die Dips, die es nach unten gibt, muss man nehmen, muss man beherzt zugreifen. Und da bin ich gewillt, mit meinem Team das weiter zu tun und in den Depots umzusetzen. Und wer Lust hat, das ist der Weg zu uns. 33 Minuten, sorry Benji, fürs Überziehen. Merci. Vielen Dank, perfekt. Kein Problem, danke Daniel. Ja, ich darf auch nochmal alle herzlich begrüßen. Ich spreche etwas nasal, bitte das schon mal zu entschuldigen. Ich war leider die letzten Tage etwas erkältet, aber ja, bis auf die nasale Sprache fühle ich mich wieder komplett fit und ja, zeig mal ganz kurz, Daniel, weil du auch die Bewertung nochmal gezeigt hast. Ich zeige das ganze Bild, weil du die Bewertung angesprochen hast eben zuletzt, sieht man eben, dass ja im historischen Vergleich oder im Durchschnitt der letzten Jahre im S&P 500 und vor Europa ist hier jetzt der Stock 600 mal abgebildet, sind wir tatsächlich etwas höher bewertet als so im Schnitt, aber eben auch schon ein ganzes Stück wieder zurückgekommen. Die Unternehmensergebnisse, die waren gut. Die Analysten haben ihre Gewinn- und Umsatzerwartungen, Ergebniserwartungen nach oben geschraubt. Also von daher hat das alles oder dieses Umfeld dazu beigetragen, dass eben zuletzt die Kurse nicht so stark gestiegen sind wie die Gewinne oder die Gewinne stärker als die Kurssteigerung waren. Und das hat eben hier zu dieser Beruhigung geführt. Aber klar, das ist ein Faktor, den man natürlich beachten sollte. Und da wir gerade in der Berichtssaison drin sind, sowohl ja, was die US-Techs anbelangt, aber auch in Europa jetzt quasi mittendrin in dieser Woche viele Unternehmen, die berichten werden. Apple komme ich gleich zu, die ja am Donnerstag nach US-Börsenschluss berichten, sind hier meines Erachtens ja als Leader besonders im Fokus. Deshalb haben wir die ja auch wieder mit reingenommen, die Berichtssaison. Das ist eben etwas, was tatsächlich hier auch nochmal einen ganz anderen Einblick geben kann. Und wir sehen es auch hier von der Tendenz eben,
tatsächlich immer noch in diesem Jahr zumindest Gewinnwachstum positiv erwartet. Im nächsten schwächer, klar, da ist dieser Basiseffekt vom schwachen Corona-Vorjahr, so will ich es mal nennen, weg, aber immer noch auch im positiven Bereich. Das verzerrt jetzt hier so ein bisschen durch die Darstellung, aber ja, 50% Wachstum oder eben in Lateinamerika, Osteuropa, beides Bereiche, die ja vom Rohstoffboom, den wir im Moment haben, profitieren. Über 100% in Lateinamerika noch größer. Also das wird schwierig sein, das im nächsten Jahr aufrechtzuerhalten, auch wenn die Rohstoffpreise auf einem hohen Niveau bleiben. Aber das Wachstum ist dann eben einfach schwächer und bei uns normalisiert sich, oder was heißt bei uns, in anderen Regionen in der Welt wird sich das dann auch wieder beruhigen. Noch profitieren wir eben auch wie gesagt, vom schwachen Vor-Corona-Jahr. Aber, und da komme ich jetzt zu Apple und da zu den US-Hightechs, die ja viele auch im Fokus haben, muss man eben sagen, die bisher berichtet haben. Und deshalb habe ich eingangs oder haben wir dieses Stockpicking so hervorgehoben, weil von 12 größeren US-Hightechs, die jetzt berichtet haben, 12 oder 13 waren es, haben 8 eben positiv berichtet, ein paar eben auch nicht. Die wurden auch direkt abgestraft. Eine Intel, Snap zum Beispiel ist jetzt kein größerer, aber eben auch einer dieser Tech-Werte, der im Fokus steht, zum Beispiel wegen Apple, direkt abgestraft. Also da sieht man schon, wer gut liefert, wer ja die Lieferkettenprobleme in den Griff bekommt oder wo sie sich nicht so stark auswirken, dass sie eben den Ausblick belasten, der wird hier vom Markt belohnt und die eben ein bisschen skeptischer sind oder skeptischen Ausblick auch gezeigt haben, die werden abgestraft. Aber bisher das Verhältnis sehr gut. Die Erwartungen wurden fast schon um die 80% übertroffen bei Umsatz und Gewinn. Also ja, gibt so ein paar Verschiebungen, aber man ist da auch auf einem guten Weg oder im Schnitt der letzten Jahre zu bleiben, wo man eben auch wo zahlreiche Unternehmen die Erwartungen übertroffen haben. Also von daher ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was die Woche ergibt und eben natürlich auch Apple am 28.10. nach Börsenschluss da genau hingucken und deshalb auch dann nachher die Strategie oder die Produktidee, die Idee, Investmentidee nachher, die hängt auch damit zusammen, aber dazu später mehr. Ja, Apple, die große Frage, die uns ja irgendwie alle umtreibt, ist ja, Apple große Ankündigung gemacht, neues iPhone vorgestellt und andere neue Produkte, brauchen wir hier nicht alles aufführen, wurde in der Presse ausführlich beleuchtet. Alles sehr, sehr schön, alles sehr, sehr gut. Nur die Frage ist, wie viel werden sie davon herstellen können aufgrund der Lieferkettenprobleme? Das ist ja die ganz große Frage und natürlich auch der Ausblick. Die Erwartungen habe ich hier nochmal aufgeschrieben, die dürften auch wichtig sein, aber wie es so oft eben ist, natürlich auch der Ausblick. Und ich habe die Erwartungen auch vor allen Dingen deshalb aufgeschrieben, weil hier mit 1,3, also das wird erwartet vom Konsens des Marktes, Analysten, offizielle Erwartungen. Und die 1,33 sind eben sowas wie eine Flüsterschätzung, also das, was Analysten auf, ja, so als positiven Outcome im Schnitt dann erwarten. Also schaut lieber auf die 1,33 und beim Umsatz ist es eben die 87,15 Milliarden Dollar, die für dieses Quartal erwartet werden, drittes Quartal. Also das sind so die Zahlen, auf die man schauen sollte. Und natürlich iPhone immer noch das wichtigste Produkt bei Apple, trotz stärkerer Diversifizierung in den letzten Jahren. Das hatten wir ja in den Vorwebinaren auch hier mit euch, Markus, ausführlich besprochen, wie Apple sich da sehr, sehr breit inzwischen aufgestellt hat und mit dem Auto ja möglicherweise in der Zukunft noch breiter und noch ganz anders aufstellen wird. Aber eben für jetzt aktuell iPhone-Verkäufe mit 41,16 Milliarden Dollar im Umsatzwert oder ja, Wert, der dazugehört, hier als Benchmark, die es zu schlagen gilt. Also das mal die drei Zahlen, die wichtig sind für den Donnerstag. Und ja, wenn Historie ein kleiner Ratgeber sein kann, dann muss man eben auch sagen, dass Apple auch im Weihnachtsquartal oft mit hohen Erwartungen reingegangen ist. Auch jetzt wieder ein neues iPhone mit Satellitentelefon und, vielen Änderungen. Aber eben, ja, manchmal eben diese Erwartung tatsächlich enttäuscht hatte und dass es dann doch auch mal einen Rückgang gab. Aber aktuell eben tatsächlich hohe Unsicherheit bei Apple oder was heißt hohe, eine größere Unsicherheit bei Apple aufgrund der
Unsicherheit im Zusammenhang mit der Materialknappheit, den Lieferkettenproblemen. Und ich springe jetzt gerade mal hier ins Internet. Und da sieht man eben bei der Apple-Aktie lief es auch zuletzt seitwärts. Klar, das hier ist ein Rekordhoch natürlich. Auch wenn wir hier von Konsolidierung sprechen, wir sprechen immer noch von einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Und auch das Momentum hier, was nach oben dreht, alles positiv. Aber im Vorfeld der Berichtssaison haben wir von Feingold Research uns gesagt, gehen wir vielleicht einen Tick vorsichtiger ran, beziehungsweise wollen von der höheren Volatilität in der Apple-Aktie vor den Zahlen und nach den Zahlen, wenn dann alles raus ist, wenn alles bekannt ist, dann sehen wir oft eine Beruhigung in der Volatilität bei Apple, weil eben alles bekannt ist, was man erwartet. Und dann beruhigt sich die Volatilität und davon profitieren eben Discount-Zertifikate. Das haben wir hier jetzt mitgebracht, die DV4W12 mit einem, ja, neutral, der Cap liegt ungefähr hier auf dem aktuellen Kursniveau, neutrale Ausrichtung. Man kann hier bis zum Juni, das Papier läuft bis zum Juni 2022, im Jahr 15% etwa machen, also eine neutrale Ausrichtung, was von einer Beruhigung nach der Veröffentlichung der Zahlen profitiert. Man muss natürlich vorher schon kaufen, das ist klar. Hier sehen wir es nochmal, der Cap bei $150, ungefähr da, wo wir jetzt auch stehen. Das sind hier ja Europreise, nicht verwechseln. Natürlich habe ich hier auch ein Umrechnungsrisiko, sprich ein Dollarrisiko mit dabei. Das will ich der Vollständigkeit halber erwähnen natürlich. Und hier nochmal die Kennzahlen, wie man sieht. Also absolut gesehen 8,73% für die, ja, 8 Monate in etwa, die wir dort bis Juni ausharren müssen. Ja, mit einem leichten Bias nach oben. Klar, wir wollen nicht, dass die Aktie stark fällt, aber wir wollen eben von leicht steigenden Kursen und von der Beruhigung in der Volatilität profitieren. Das ist die Strategie für Apple vor den Zahlen. Und ich springe dann auch mal direkt zum nächsten Produkt. Ich gucke so mit einem Auge auf die Fragenbox, aber Daniel, du hast es ja auch im Blick. Hier nochmal zurück in die Präsentation, zur nächsten Aktie, die ich vorstellen möchte. Und das ist Netflix. Die haben ja schon berichtet und hatten, ja, solide Quartalszahlen geliefert, die Erwartungen sogar beim Abonnentenwachstum übertroffen. 4,4 Millionen, 3,9 knapp waren erwartet worden. Also eigentlich positiv, aber das Unternehmen hat selber ist ein bisschen vom Gaspedal gekommen, hat gesagt, ja, im vierten Quartal könnte es einen Margendruck geben. Das ist zwar, ja, ein technisches Problem kann man nicht sagen, aber dadurch, dass man eben viel Content jetzt tatsächlich anbietet und da höhere Abschreibung hat, ja, da kommt eben die Marge dann auch unter Druck. Also das hätte, ja, würde ich nicht so stark bewerten, aber das Unternehmen hat selber gesagt, insofern, ja, möglicherweise ist hier was dran. Das Abonnentenwachstum in den USA verlangsamt sich auch ein bisschen. Das stärkste Wachstum ist in Europa und Asien. Und natürlich auch die Konkurrenz, die immer stärker wird. Disney, Apple selber hier mit seinem Angebot auch mal nur genannt. Und in Q3, das war eben auch ein Schatten, nennen wir es mal Schatten auf den Zahlen, dass eben tatsächlich diese eine Serie Squid Game über Südkorea rekordhohe Einnahmen in den ersten 4 Wochen hatte. Über 140 Millionen Haushalte in den USA haben sich das angeschaut. Das ist ein Rekord, das hat hier gepusht. Also von daher, ja, sehen das eben Analysten und Anleger auch nicht so gern, wenn alles mehr oder weniger von einer Serie abhängt. Aber Netflix hat Content im Petto. Es wird viel Content produziert. Es stehen neue Serien an. Also die Erwartung, die Anleger so im ersten Halbjahr hatten, und da springe ich gleich mal in den Chart, da sehen wir das ganz schön, dass es eben eine Verlangsamung beim Abonnentenwachstum geben wird, dass Content schwierig zu produzieren sei. Immerhin dürfen wir nicht vergessen, war es in der Corona-Zeit schwierig zu drehen, neue Inhalte zu produzieren. Im Gegenteil, Netflix hat hier produzieren können und sogar neue Geschäftsfelder erschlossen mit den kostenlosen Videospielen, die man jetzt anbieten will. Und ja, das so ein bisschen als Anreiz für seine Abonnenten sieht. Man will das kostenlos
Entschuldigung, kostenlos anbieten, um mehr Anleger, Abonnenten zu gewinnen, dass sie eben auf der Plattform bleiben und dort eben ja weiter einkaufen, weiter Zeit verbringen etc. Das ist ja das große Ziel. Und ich schaue mal kurz auf den Chart, den das habe ich auch nochmal hier vorbereitet und da sehen wir es eben auch. Netflix im ersten Halbjahr tatsächlich hier eher so ein Seitwärtsverlauf, ab Juni dann aufwärts gegangen, ja, unter Wellen aufwärts, eigentlich ein schöner Aufwärtstrend. Also Netflix hier möglicherweise langfristig, auch übrigens knapp am Rekordhoch, da fehlen nur ein paar Dollar, man sieht es hier. Das ist übrigens auch in Euro, nicht verwechseln. In Dollar sind wir sogar knapp unter dem Rekordhoch gewesen. Und Netflix hat sich eben hier positiv entwickelt oder könnte sich langfristig entwickeln. Chart sieht gut aus, langfristigen Wachstumsprognosen auch gut. Aber kurzfristig aufgrund der eigenen Aussage, Margendruck, sind wir bei Feingold Research eben ein bisschen vorsichtiger vorgegangen, haben ebenfalls ein Discount-Zertifikat rausgesucht, aber ein etwas defensiveres. Und da wollte ich euch auch hier einfach mal einen Unterschied auch zeigen zu dem neutral ja, bis leicht positiven Discount-Zertifikat, was wir auf Apple vorgestellt haben, die DV6JLD, schreibe ich auch nochmal gleich in den Chat rein, Markus, das kommt gleich, dass man eben auch hier sieht, okay, wir haben hier ein Cap bei $600, das ist ungefähr 10% unter dem aktuellen Kurs, ja, ist man einfach ein Stück defensiver, hier ist der Basiswertkurs, einfach ein Stück defensiver, natürlich Chance-Risiko-Verhältnis anders als bei dem Apple-Produkt, was wir rausgesucht haben, Abstand zum Cap eben mit knapp 10% und die maximale Renditechance 3,6%, absolut gesehen, aufs Jahr hochgerechnet sind das dann die 9%, die man hier auch sieht, aber eben der schöne Discount, der schöne Puffer mit 12,9%. Das heißt, Netflix, auch wenn es kurzfristig mal runtergeht, kann eben, und das Papier läuft bis März, genau, ein bisschen kürzer ausgesucht, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, März 22, wo man sagt, ja, okay, vielleicht haben wir dann eine kurzfristige Schwäche in Q4 und dann auch darüber hinaus. Wir sind ja schon gut gelaufen in der Aktie, stehen am Rekordhoch. Ja, vielleicht nehmen wir ein bisschen auch als Anleger ein bisschen Gas raus und investieren hier in so ein etwas defensiveres Produkt, was von der Konsolidierung oder so einem leichten Rückgang, Konsolidierung profitiert und ein leichter Rückgang überhaupt kein Problem ist, weil ich habe ja bis $600 kriege ich ja immer noch die volle maximale Auszahlung von umgerechnet $600 eben ausgezahlt und das ist eben dann mein maximal möglicher Gewinn und ja, wäre jetzt also eine Alternative in dem Marktumfeld, wenn man etwas Gas rausnehmen möchte aus seinen Investments hier und trotzdem noch eine schöne Seitwärtsrendite erzielt. 9% PA bzw. knapp 4% bis März ist ja auch ganz ordentlich an der Stelle. Benjamin, die WKN habe ich schon reingepostet. Das mache ich jetzt bei dem letzten Produkt auch und ich werde auch noch das Discount-Zertifikat auf Apple auch gleich nochmal reinposten. Okay, danke Markus, ja. Ja, kommen wir jetzt zu Deutschland. Warte, hattest du auch schon angesprochen in der Einleitung, Markus, auch von uns öfter schon behandelt, weil eben Warte auch ja so eine Aktie ist, die häufig im Fokus steht. Keine Frage. Attraktives Geschäftsmodell. Die Fantasie, ja, jetzt nehme ich den dritten Punkt hier schon so ein bisschen vorweg, Fantasie auch für E-Mobilität, dass man sich dort und nicht nur für die kleinen AirPods oder für die kleinen Kopfhörer da eben die Batterien liefert, sondern eben auch für E-Autos, was ja auch gerade heute im Zusammenhang mit Tesla auch wieder aufs Trapez gekommen ist und klar macht, ja, egal wie man dazu steht, es ist einfach ein Trend mit den E-Autos, auf den jetzt die Automobilhersteller setzen, die Automobilhersteller nicht nur in Deutschland, weltweit. Und ja, die jüngsten
Kursentwicklungen bestätigen das Ganze auch. Also auch hier könnte eben Warta, sollte es Ihnen gelingen, hier ein Switch, ja, was heißt Switch oder eine Ergänzung, die Unternehmensstrategie ergänzen, sollte Ihnen das gelingen, ist hier auch weiterhin für viel Fantasie gesorgt. Und am 11. November wissen wir mehr, wenn die Q3-Zahlen rauskommen. Da wird sicherlich ein Ausblick und das Ganze auch kommentiert werden. Aber eben bisher hatte das Unternehmen sich positiv geäußert, keine negativen Erwartungen geäußert oder irgendwie Einschränkungen. Also hat eine starke Stellung das Unternehmen und wurde mehr oder weniger auch im Jahr bestätigt. Die Ankündigung für die AirPods 3, das war für mich so, ja, eine kleine Enttäuschung, ohne wirkliche Impulse, nennen wir es mal so. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das kommentiert wird. Auch dazu am 11. November mehr. Aber ja, die insgesamt die Erwartung einfach, das Gesamtpaket, nennen wir es mal so, bei Warta stimmt einfach. Auch hier nochmal für euch aufbereitet die Zahlen für 2021, 940 Millionen Euro Umsatz, gewisse Steigerung, Marge, ganz entscheidend hier, wie auch bei den anderen Unternehmen, wie hält sich die Marge in diesem Lieferkettenproblem, in diesem Umfeld von Materialknappheit und steigenden Rohstoffpreisen, kann die Marge von 30% gehalten werden. Bisher geht das Unternehmen, geht Warta davon aus, dass sie es schaffen und 280 Millionen Euro Gewinn erwartet aufgrund dessen. Also auch hier eine ordentliche Steigerung. Sicherlich nicht die ganz, ganz starken Steigerungen der Vorquartale, aber immer noch ordentlich. Insofern war da hier auch für uns ja einer der Favoriten für dieses Quartal, 11. November. Und hier, da der 11. November jetzt nicht gerade, ja, dauert ja noch ein paar Tage, haben wir uns bei Warta eher für ein bisschen offensiveres Produkt entschieden. Und ich zeige auch gleich, warum, wenn ich den Chart hier nochmal aufrufe. Genau, Warta, da sind wir. Ich mache den mal ein bisschen größer vom Zeitraum her. Und da sehen wir das eben auch sehr schön. Wir sind hier mehrfach in den in diesem Jahr eigentlich von der 100, 110. Das sind diese Zonen, Daniel, die du ja auch beschrieben hast, wo so eine Aktie dann vielleicht auch ein bisschen günstiger bewertet ist oder wo schon einiges an negativen Nachrichten drinsteckt. Eher für uns auch hier eine Kaufzone, hat sich hier positiv entwickelt. Das Momentum ist reingekommen. Ein kurzer Rücksetzer für uns eben hier auch auf dem aktuellen Niveau, eine Kaufgelegenheit, so will ich das mal bezeichnen, Potenzial nach oben, das seht ihr selber hier im Chart, wo es in diesem Jahr bereits schon mal hingelaufen ist, 160, 170, das heißt natürlich nicht, dass wir da unbedingt wieder hinlaufen werden, das will ich auf gar keinen Fall damit sagen. Es soll nur das Potenzial nochmal beschreiben, das die Aktie hat, wenn die Zahlen stimmen, die am 11. November rauskommen und das Gesamtpaket nach wie vor eben diese Chancen bietet. Und nicht untypisch wäre ja sogar im Vorfeld der Zahlen auch schon eine gewisse, und da möchte ich diesen kleinen Disclaimer in Anführungsstrichen auch mit einbauen, dass so eine Aktie auch gerne mal im Vorfeld dann schon läuft, wenn in Erwartung eben positiver Zahlen. Da müsst ihr unbedingt drauf achten, 11. November, wir haben sicherlich noch ein Webinar bis dahin, aber bitte schaut hier auch oder in eurer Reihe, Markus, schaut da auch nochmal drauf, wie stark ist die Aktie dann eben schon rangelaufen oder hochgelaufen. Aktuell sehen wir eben ja eine gewisse Erholung, aber jetzt auch noch nicht so einen starken Run, dass man sagt, ja, vielleicht wechsle ich von der positiven Stimmung eher auf eine Konsolidierung oder Seitwärtsmarktphase, von der ich profitieren will, sondern bei Warta sind wir tatsächlich ein bisschen optimistischer. Deshalb hier auch ein Dis, also keinen klassischen Optionsschein, sondern Discount-Optionsschein Long gegangen mit der Wertpapierkennnummer DV16AA. Und das eben auch, ja, von der Volatilität her, ihr habt es gesehen im Chart, ich zeige das nochmal kurz. Es kann hier schon mal heftig, es kann hier schon mal sehr volatil werden in der Aktie. Und mit einem Discount-Optionsschein im Gegensatz zum klassischen Optionsschein bin ich auch von der Volatilität abhängig, aber dadurch, dass ich eben einen Optionsbestandteil kaufe und einen anderen verkaufe, ist der Einfluss der Volatilität etwas geringer und wir setzen hiermit ja auch auf einen
moderaten, auf eine moderate Entwicklung. Der Cap liegt hier bei 125, also die Aktie muss gar nicht mal drastisch steigen, wie sie es in diesem Jahr bereits gezeigt hat, sondern ein kleiner Anstieg würde hier schon reichen, oder wenn wir das Niveau halten und über der 125 bleiben, bis März 22, auch wieder hier eine kürzere Laufzeit gewählt, also ist auch eine Strategie für einen kurzfristigen Ausblick, wenn wir sagen, bis März 22 die 125, ja, ist irgendwo im Mittelfeld des Jahres gewesen, wenn wir uns den Gesamtchart anschauen, aber eben hat dadurch, dass es ein bisschen eine etwas volatilere Aktie ist, eben schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Das seht ihr hier nochmal an den Kennzahlen mit einer Seitwärtsrendite, da wir ja ein Stück drüber sind, mit 35% attraktiv, aufs Jahr hochgerechnet gut, über 100%, aber wir gucken mal erstmal hier auf die 35, sollte im März, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, sollten wir im März unter 110 fallen, dann würde das Papier endlos auslaufen, aber wir erwarten hier eher steigende bis konstante Kurse in der Warta, deshalb dieses Produkt mit einem, ja, wie wir finden, sehr schönen Chance-Risiko-Verhältnis für eine seitwärts bis leicht steigende Marktphase. Ja, das wäre es sonst von meiner Seite, Markus. Können wir, wenn Fragen noch offen sind, gerne natürlich auf die Fragen nochmal eingehen. Nee, das passt. Das passt gut. Schaut nochmal in die Fragebox. Wir können ja nochmal kurz, wir beide oder auch der Daniel, kurz die Kamera live schalten zum Abschluss. Und dann schnappe ich mir auch nochmal die Moderatorenrechte. Das geht ganz schnell. Und dann haben wir den Abspann. Und dann geht es auch schon in die Endphase. Ja, also vielen, vielen Dank für den umfangreichen ja, Wrap-up sozusagen. Drei Aktien hatten wir heute mit dabei. Wir haben ein bisschen Marktausblick dabei gehabt und ich glaube, es war für jeden oder hoffe, dass für jeden etwas dabei war. Und ich sag mal, nächste Woche würde es mich freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid und ich kündige das nächste Webinar einfach mal an. Das ist der 1. November, da sind wir schon wieder im November. Und da kommt, und meistens gibt er euch ja die Klinke in die Hand, der Franz Georg zu uns ins Webinar mit dem Thema The Big Picture, Technik, Marktanalyse und strategische und taktische Einschätzung der Finanzmärkte. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Benjamin und Daniel. Und draußen ist es dunkel und ich wünsche allen einen schönen Abend und freue mich auf das nächste Webinar mit euch. Ja, ich freue mich auch. Von meiner Seite. Achso, Daniel, sorry. Ach du. Genau, ich freue mich auch und ich wollte noch eins hinzufügen, weil wir ja noch 2-3 Minuten haben. Ich hatte nach den letzten Webinaren manchmal Feedback, dass sich jemand gemeldet hat und gesagt hat, wenn du von Absicherung redest oder von Depotstruktur, man fühlt sich ein bisschen lost und hat vielleicht nicht so das Händchen dafür privat. Meldet euch gerne immer, gerade für die auch, die bei uns im Abo-Dienst sind. Es gibt keine dummen Fragen an uns. Also es gibt höchstens dumme Antworten von uns, wenn die schlecht sind. Das versuche ich aber zu vermeiden. Aber man braucht keine Scheu zu haben, dass man fragt, was ist denn eigentlich Vola oder woher will ich das wissen oder wie sichere ich ein 50.000-Euro-Depot ab oder was ist ein Bonus. Da gibt es tolle Mittel, es gibt bei den Emittenten auf den Seiten, was bei euch ja auch, Markus, und wir geben das auch gerne immer mit. Wir sagen, wir wollen der Börsendienst sein, der die Leute an die Hand nimmt und genauso ist es auch gemeint, also bei Fragen einfach fragen, sagt mein Bruder immer. Super, und ich meine, wir haben unterschiedliche Levels einfach in unserem Webinar, wir haben viele Teilnehmer auch heute wieder dabei gehabt, also ihr zieht auch und das freut uns sehr und es gibt unterschiedliche Level. Nicht jeder kann auf dem gleichen Stand sein. Insofern fragen gerne und schaut vielleicht nochmal für eine Minute in die Fragebox. Aber ich glaube, wir haben die meisten beantwortet. Und ja, wünsche euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.